Ja, wenn das nicht alles aus so massiven, stabilen Beton wäre, dann hätten sie das auch schon weit nach dem Krieg alles weggerissen hier. Weil das so ein richtig toter Spot in der Gegend hier ist, in Cuxhaven, mit dem man eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Ja, irre. Aber so bleiben uns dann tatsächlich noch solche alten Denkmäler erhalten aus früheren Zeiten. Auch wenn das ziemlich unbekannt ist. Aber es ist schon Wahnsinn, wie groß das hier alles ist. Die Türen noch rausgerissen, da waren die Türen noch drin. Die alten Stahltüren können wir uns auch mal im Detail noch mal ein bisschen anschauen. So sah das früher aus, ne? Alte Tür, alte Stahltür, hängt nur noch in ihren Angeln. Ja, ich freue mich, dass du mein neues kleines Abenteuervideo hier von diesem Lost Place wieder anschaust. Ganz herzlichen Dank dafür. Wenn es dir gefällt, dann zeig mir das bitte auch. Gib mir einen Daumen nach oben, schreib einen kleinen Kommentar, abonnieren, die Glocke drücken. Du kennst das ja alles schon. Da ist ein Pferd, ein Caballo. Ja, und das geht da hinten dann noch so weiter. Verrückt. Da werde ich jetzt mal hier ein wenig abkürzen und mal Richtung Rampe zurückgehen. Und jetzt könnte ich auch mal die Mini starten und hier fliegen lassen. Ja, und dann bin ich jetzt hier auch wieder zurück aus dem Dickicht, in dem Lost Place. Zum Schluss hatte ich noch einen kleinen Absturz hier mit meiner Mini 2. War aber nicht so schlimm. Ich habe versucht, durch diesen Tunnel unter den Bunkern hindurchzufliegen damit. Das hat leider nicht so hundertprozentig geklappt. Aber na gut, dann ist es so. Und dann bin ich jetzt hier zurückgegangen. Und jetzt werde ich noch mal ein bisschen die Gebäude auch filmen hier. Dann nehme ich euch noch mal mit. Hier ist halt dieses Gebäude oben mit dem Flakturm drauf. Mal schauen, ob ihr das so erkennen könnt. Das werden wir dann auch noch filmen mit der Mini noch mal.
der Mini 2 dran langfliegen. Bisschen windiger ist es geworden, aber es geht noch. Hier ist ein richtig schön renoviertes Gebäude dieses Areals. Da war bis vor kurzem noch die Fitness Factory drin, ein Gym. Das musste dann leider durch Corona aufgeben, hat sich wohl nicht mehr rentiert. Ja, hier ist noch ein weiteres Verwaltungs- und Lagergebäude. Das Minendepot Groden und ein Geschäft für Arbeitskleidung und Ausrüstung. Ja, da hinten links kommt dann die große Torpedohalle. Da waren die Torpedos drin gelagert. Und hier zeige ich euch jetzt noch mal den abgesperrten Zaun. Da bin ich ja wochentags bin ich da noch ganz gut durchgekommen. Aber jetzt am Wochenende ist es dicht gemacht hier mit dem Zaun. Dahinter ist dann halt, sind dann die versteckten Bunker des Lost Place. Hier ist der Zaun. Aber ich habe ja noch einen Weg gefunden. Jetzt zum Schluss bin ich sogar unten durchgekrabbelt unter dem Zaun. Das ging ganz gut. Jetzt fahren wir mal hier hinten lang. Das sind dann die alten Rampen. Die Bahnlinie führte ja dahinter entlang. Da wurden dann die Minen auf die Bahn verladen und dann zu den Schiffen im Hafen gebracht. Der ist ja nicht weit. Sehr interessante Anlage hier. Die GoPro, die spinnt immer ein bisschen. Okay. Steht sogar eine Tür offen. Ja. Das alte Grodener Minendepot. Minendepot Groden. Hin und wieder verirrt sich mal ein Auto hierher. Oder ein Radfahrer. Okay, hier sind wir ganz am Anfang. Es gab dann noch so ein Dienstgebäude, das wurde aber auch abgerissen. Und hier fahren wir dann direkt auf die Torpedohalle zu. Die ist heutzutage ein Betonwerk, wo Beton verarbeitet wird. Das sieht man hier an der Seite ganz gut, die großen Blöcke. Da waren früher dann die großen Torpedos für die U-Boote drin gelagert. Schauen, wo ich hier lang fahre. Jetzt haben wir hier halt so Treppen aus Beton. Betonwerk Jag ist das. Hier wird es dann zugeschnitten in dieser Anlage. Ja, in der Woche ist hier einiges an Betrieb auch. Aber jetzt so schön am Wochenende hat man hier seine Ruhe. Hier ist noch so ein Gebäude. Ist aber leer, ist nichts drin. Ungenutzt. Da geht es dann wieder runter.
mind, traveling through wasted time. Think of how I will rewrite every single song. Das war dann auch mein kleines Video hier vom ehemaligen Minendepot in Groden. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Dieser interessante Lost Place, den wir hier zusammen erkundet haben. Ich werde dann auch schon bald weitere Lost Places für dich erkunden. Nehme ich dich dann mit. Und ja, falls dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das bitte auch. Gib mir einen Daumen nach oben. Schreib einen schönen kleinen Kommentar. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das natürlich jetzt auch gerne tun. Die Glocke drücken, das ist auch wichtig, damit du immer informiert wirst, sobald ich ein schönes neues Video hochgeladen habe. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, dir wie immer zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst. Hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute mit der Mini 2 und den anderen Actioncams. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.